zauberhafte Briefumschläge aus einfachem Kopierpapier unmöglich? Mit diesen coolen Lifehacks klappt es. Meine Challenge: 7 verschiedene Briefumschläge einfach und schnell. Schaffst du das auch? Ich bin gespannt. Hier kommt ein super simpel, einfacher Briefumschlag. Und zwar habe ich hier ein Quadrat in 23 x 23 cm. Und das habe ich auch schon für dich gefalzt. Und zwar 1 cm hier als Klebelasche. Und von der anderen Seite noch einmal 11 cm. So passt das in der Breite schon haargenau für deine Karte. Für den Boden brauche ich 1,5 cm und als nächstes falze ich auf 17 cm, so dass ich noch einen tollen Umschlag, so einen Überschlag habe. So, jetzt schneide ich noch etwas weg. So, und zwar habe ich auf der Seite, wo die Klebelasche ist, dieses Stück weggeschnitten. Das sind ja 6 cm und ich habe 6,1 cm weggeschnitten. Und auf der anderen Seite von dem Boden für den Umschlag habe ich auch noch mal, das sind 1,5 cm, ich habe 1,6 cm weggeschnitten und ich muss noch hier dieses Stück von der Klebelasche, das brauche ich auch nicht. Genau, das wäre schon mal das Erste. Wenn das nämlich jetzt gleich ist, dann hast du immer Probleme, das umzuschlagen. Und dadurch, dass das jetzt 1 mm weniger ist, kannst du das ganz simpel umschlagen, ebenso am Boden. Okay, nun wollen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen schön dekorieren. Und ich möchte zum Verschließen ein Schleifenband verwenden. Und am besten markiere ich mir jetzt alles, bevor ich das Ganze zusammenklebe, und bringe auch schon das Schleifenband an. So, dafür fange ich mit der Lasche an und mache mir da 2 Markierungen. Und das mache ich so auf, ja, so etwa 1,5 cm vom Rand. Ich habe ja jetzt hier 11. Da wären die Mitte, wäre jetzt 5,5 und ich mache jetzt hier auf 3, mache ich mir jetzt eine Markierung, und auf 8. So, okay, das Ganze wird jetzt gelocht und da kann ich hier mein neues Spielzeug gleich mal nehmen. Ich habe mir einen neuen Locher gekauft, da sind 5 Löcher in einem. Ich kann es immer so weiter schieben und ich würde jetzt hier das 1/8 nehmen. Falls du einen anderen Locher hast, kannst du den natürlich auch nehmen. So, und ich suche jetzt hier mein Loch. Das kann ich nämlich dadurch sehen. So, und das zweite ist auch da. So, jetzt lege ich das Ganze um und markiere mir jetzt noch, nehme ich mal den hier, hier das zweite, da komme ich jetzt mit meinem Locher nicht hin, da mache ich mir jetzt aber hier die Löcher mit unserem Pieks hier. Auch falls dich der interessiert, ich verlinke den noch mal unter dem Video. Also wie gesagt, du kannst das einfach so weiterstellen und hast ja 5 verschiedene Lochgrößen. Link ist unter dem Video. Okay, jetzt habe ich aber auch hier meine Löcher und ich will da jetzt dieses Band durchziehen in Petunien Pink. Das passt so schön zu diesem Grau. Und ich ziehe das Band schon durch, bevor ich das Ganze zusammenklebe. So, aufpassen, dass es von innen glatt ist. Jetzt kann ich das an der Seite schon mal zusammenkleben. Dann nehme ich hier noch mal meine Eckenstanze. So. Den Boden kleben mit diesem Überschlag und den oberen Überschlag noch mal abrunden, das Band durchziehen, ja, und eine Schleife daraus machen.
Für den Gruß nehme ich natürlich hier auch das Petunienpink. Und ich habe mir jetzt, ja, das soll für einen Geburtstagsgruß werden. Und ich nehme mir hier diesen Embossing Buddy. Du kennst vielleicht dieses Set hier mit die Tools zum Prägen. Also, ich brauche das Versamark. Das ist das Klarsicht-Stempelkissen. So, und einmal den Abdruck. Embossing-Pulver weiß. Und kippe das da drüber. So. So, da sieht man es schon mal. Und den Rest kann ich jetzt hier durch diese Tülle wieder zurückkippen. Ich habe hier noch so einen Pinsel, mit dem ich das jetzt alles wieder ordentlich in diese kleine Verpackung bekomme. So, und jetzt wird das Ganze mit einem Erhitzungsgerät verschmolzen. Also bitte keinen Föhn verwenden, damit ich mir nicht die Finger verbrenne. Gibt es da auch noch so eine Teflonzange, aber ich habe hier so ein langes Teil. Also das schmelze ich mal eben. So, das ist dann auch sofort trocken und ja, hat so einen erhabenen Effekt. Ich nehme mir jetzt hier nochmal eine Stanze. Da passt das Ganze genau rein. Zack. Und dann wird das Ganze mit Abstandspads aufgeklebt. Du hast einen super, super schönen Umschlag, oder? Kinderleicht geht natürlich ein Umschlag mit so einem Tool, mit so einem Punchboard. Stampin' Up! Hat es leider nicht mehr, aber ich verlinke dir das gleich nochmal unter diesem Video. Du kannst hier in jeder Größe das Ganze machen. Ich habe jetzt hier auch die deutsche Abmessung drauf, also in Zentimetern, nicht in Deutsch, sondern ich habe hier auch die Zentimeterabmessung drauf. Aber das geht natürlich auch super in Inch. Ich zeige dir das mal anhand so eines kleinen Bogens in 15x15. Ich kann auf der einen Seite nachlesen, wie groß meine Karte ist. Also keine Ahnung, wie das jetzt, ich nehme jetzt mal hier so eine kleine Karte, die ist dann 7,6 x 10,2. Das ist etwa A7, glaube ich. Und dafür brauche ich 15,2 x 15,2. Das steht da auch. Und ich muss falzen auf 6,7. So, ich habe hier ein Prägeteil, ein Falzbein, habe hier Zentimeter und Inch und hier habe ich eine Linie, so eine Nut. So, und jetzt lege ich also mein Papier hier auf 6,7 an, 5, 6, 7. Dann kann ich hier drauf drücken und habe so eine Aussparung. Ich muss nur wieder auf 6,7 kommen, 6. 7. Okay, und gleichzeitig mache ich hier in dieser Nut eine Falzlinie. Da kann ich einfach hier oben in diesen, ich sage immer Tunnel dazu, oder du gehst von hier unten. Der eine macht das so, der andere so. Dann dreht man das Ganze und legt diese Nase hier genau in Verlängerung der Falzlinie, die jetzt gerade entstanden ist. So. Und wiederholt das Ganze. So, und das macht man jetzt hier rundherum, bis alle Falzlinien erledigt sind. Hier auch nochmal reinlegen. So. Und jetzt wird das Ganze gefalzt. Das kannst du hier wegschneiden, du kannst es so lassen, du kannst es nach innen umschlagen, ist halt auch eine Möglichkeit, dass du jetzt hier so eine Falzlinie selber ziehst, es umschlägst und dann nach innen gibst. Also so hast du jetzt hier auch das schön gelöst. Es wird dann einfach geklebt.
Dann nimmst du diese Spitze, steckst sie hinten rein und schon hast du einen Eckenabrunder, also ein cooles Teil, und hast einen super, super schönen Umschlag. Du kannst mit dem Teil auch Verpackungen machen, das verlinke ich dir auch nochmal hier drunter. Also cool, oder? So ein Umschlag darf ja, da darf das Papier nicht so dick sein. Ich verwende dafür gerne Kopierpapier, und zwar das etwas dickere. Ich habe 100 Gramm, normal sind es ja 80 Gramm. Und ich habe jetzt hier einen Bogen, ja, die sind ja immer 21. Und ich habe einfach ein Stück abgeschnitten, sodass ich 21 mal 21 habe. Und daraus wird jetzt wieder ein Umschlag. Und ich falze das Ganze hier Ecke auf Ecke. So, und beim zweiten, da falze ich es nicht, sondern mache mir nur eine Markierung hier in der Mitte. Dann weiß ich, da ist die Mitte, weil die brauche ich jetzt. Und die siehst du hier. Da das Ganze ja innen ist, kannst du das Ganze auch ein bisschen zum Beispiel mit einem Bleistift hervorheben. So, und jetzt kommen die Ecken hier zur Mitte. So, alles wieder aufmachen. Jetzt nehme ich die letzte und falze sie da oben hin. Und nun kommen die Seiten und werden hier so gegengelegt. Auf der anderen Seite genauso. Das kommt noch mal dahin. Ecken noch mal umgelegt. Und nun nimmst du das hier raus und hast ja hier so ein Dreieck. Das musst du jetzt auch so falzen, dass es so zusammen ist. So, dann hast du nämlich hier eine gerade Linie. So, hier machst du jetzt genau das Gleiche. Du nimmst es zusammen bis zu dieser Linie hier. So. Ich glaube, so kann man es gut sehen. Und falzt das Mittelteil ganz genauso. So, jetzt wieder umlegen. Und jetzt sollte es klappen. Ich drehe das mal um, so. Und jetzt kannst du diese Seiten hier drunter klemmen und kannst sie entweder kleben oder, ja, wie du es auch immer machen möchtest, oder auch einfach nur so stecken. Alles nochmal gut falzen. Und natürlich kannst du ihn so verzieren, wie du es gerne magst. Ja, vielleicht brauchst du mal einen etwas größeren Umschlag und ja, da passt das doch wunderbar. Dieser ist jetzt hier 21,5 mal etwa 14 cm in der Höhe. Und ja, ich zeige dir mal, wie der ganz schnell, ganz einfach gemacht wird. Ich nehme da dieses wunderschöne Papier und muss mir jetzt erstmal, hier wackelt alles, die Mitte suchen. Und da mache ich das folgendermaßen. Einmal so Ecke auf Ecke. Das ist jetzt ein Bogen in 30,5 mal 30,5. Mache mir hier so eine kleine Kerbe rein und markiere mir das hier auch schon mal mit Bleistift. Und auf der anderen Seite mache ich das ganz genauso. Du kannst es dir natürlich auch irgendwie einzeichnen oder was, aber das ist irgendwie die einfachste Möglichkeit.
So, jetzt gucke ich, wo war das andere? Also jetzt müsste hier die Mitte sein. So, da das N ist, sieht man das eh nicht. Okay, jetzt kommen die Ecken zur Mitte. Immer noch das Falzbein dabei. So, jetzt kommt das untere. Da lassen wir ein bisschen Platz. So in etwa. Ich gucke gleich mal, wie viel Zentimeter das sind. Einen guten Zentimeter. Und jetzt schlagen wir die Ecken um. So. Das sind etwa 3, 4, 4. Etwa 4 cm. Soll ja auch so ein bisschen gleichmäßig sein. Und gut falzen. So, und jetzt wird das Ganze bis zu dem ja so hoch gefalzt, dass es hier in etwa ja passt. Von den Ecken her. Das Ganze wieder gut falzen, alles nochmal nacharbeiten. Genau, du siehst. Und jetzt klebst du einfach das Ganze hier fest. Und für den Umschlag, ja, machst du das so breit, wie du das möchtest, wie das sein muss. Ich nehme es jetzt mal so. Der wird sogar ein bisschen größer als mein anderer. Den habe ich dann wahrscheinlich weiter umgeschlagen. Und du siehst, ratzfatz hast du einen super schönen, ganz einfach gefalteten Umschlag. Wie wäre es mit einem kleinen rechteckigen Umschlag? Für diesen Umschlag habe ich mir wieder Kopierpapier genommen und das hat 100 Gramm. Und dann habe ich einfach ein Stempelset genommen, was schön passt, in diesem Fall die Gänseblümchen, und das Ganze so ein bisschen bestempelt. Okay, los geht's. Die Innenseite ist weiß geblieben. Ich falze jetzt einmal zur Mitte. Aufmachen und wieder zur Mitte falzen. Das Ganze wieder aufmachen. Jetzt werden die Ecken bis zur Falzlinie gefalzt. Und die Kanten ebenfalls. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt drehen wir das um und falzen dieses nochmal schön nach. Hoch. Bis zu dem Abschluss hier. So, genau. So, ich drehe das mal um und jetzt wird dieses Teil, du hast ja hier eine Falzlinie, hochgefalzt. Wieder gut nachfalzen. Und jetzt wird dieses drüber gefalzt. So. Dann drehe ich das Ganze um und stecke das hier hinter. Da musst du ein bisschen fummeln, bis es passt. Darum darf dein Papier auch nicht zu dick sein. Das kannst du hier vielleicht auch ein bisschen festkleben.
es hält dann einfach besser. Und das ziehst du raus. Tja, voilà. Fertig hast du einen coolen Umschlag. Und damit es nicht gleich auseinander geht, wie gesagt, würde ich die Ecken hier so ein kleines bisschen von innen festkleben. Und ist das cool? Viel Spaß damit. Ja, hier mal ein etwas witziger Umschlag und ja, vielleicht auch die Möglichkeit, das mit Kindern zu machen. Ich habe hier einfach unsere kleinen Fingerschwämmchen genommen und das Ganze auf Papier, auf Kopierpapier 100 Gramm, ja, in verschiedenen Farben aufgetragen, einfach gepunktet, wie du das gerade möchtest. Und ja, der Bogen wird jetzt einfach mittig gefalzt. Das ist ein A4-Bogen. Wieder aufgemacht und die Ecken zur Kante, aber so, dass du ja so einen halben Millimeter noch Platz lässt. So, jetzt wird das zur Mitte gefalzt. Und auf der anderen Seite ganz genauso. So, und diese Teile nochmal schön nachfalzen. So hochfalzen. So, jetzt musst du das Ganze dritteln. Das heißt, du musst jetzt schauen, dass du drei gleichmäßige Teile hier falzt. Ich glaube, so sieht das aber schon ganz gut aus. Ich falze das nochmal. Und jetzt suche ich mir eine Seite raus. Die oder die. Ich nehme jetzt mal die, die ist ein Tick kleiner. Das ist, glaube ich, ganz günstig. Und die stecke ich jetzt hier drunter. Ja, und so sieht das Ganze fertig aus. Hier habe ich mich ein bisschen vertan, aber okay, das ist dann so. Wir haben ja dieses schöne Set, schöne Überraschung, da so ziehen und hier öffnen. Und ja, wenn man jetzt hier dran zieht, darum darf das Papier auch nicht zu dünn sein und nicht zu dick. Und ist das cool? Ich glaube, da haben alle viel Spaß dran. Und ja, es ist eigentlich einfach gemacht und ja, probier es einfach mal aus. Ja, und hier auch wieder ein super, super schöner Umschlag, schnell gemacht und ja, aber sehr, es sieht sehr aufwendig aus. Okay, mein Papier ist jetzt 21 x 30 cm und ich möchte das außen haben. Ich habe mir hier eine kleine Markierung gemacht auf 10,5, also für die Mitte, weil ich jetzt diese Teile hier zur Mitte falze. Also das obere und glatt streichen. So, die Karte, die da reinkommt, ist 13,8 x 10 cm, etwas kleiner, als wir sie normal haben. So, und die schiebe ich jetzt hier schon mal rein, dann habe ich so die Maße schon mal. Also bis zum Ende schieben. Jetzt nehme ich dieses Teil. So wird das Ganze jetzt hier überschlagen.
Und jetzt habe ich ja mein Maß durch die Karte, die da drin ist. Und falze das auch so, dass es hier schön abschließt. Alles schön nachfalzen. Und jetzt kommt das Teil hier drüber. Und damit verschließe ich meinen Umschlag. Ist das cool? Und es ist ein super schöner Umschlag, mal etwas ganz anderes entstanden. Ja, und öffnen lässt sich das natürlich einfach hier auseinanderklappen und darin ist deine Karte. Viel Spaß damit!